ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Tag. Guckt euch das mal an, es ist keine Sonne, keine Wolke, kein Chemtrail am Himmel, ich kann gar nicht mehr reden. Und ey, ja, ich habe einfach wieder so Lust, Videos zu machen jetzt. Und es kommt jetzt ein Handstand-Video. Ich werde gleich die Kamera hier hinstellen. Das ist meine primitive Vorrichtung zum Darstellen meines Handstandes. Aber ich möchte euch erstmal zeigen, wo ich hier bin. Denn wer meine Videos von früher kennt, der wird wissen, wo ich bin. Das ist mein geliebter Baggersee, wo ich früher die Eisbaden-Videos gemacht habe. Und es ist wirklich, guckt es euch an, es ist keiner am See. Gar keiner. Also doch, da hinten sind welche, ein paar nackte Rentner. Und da drüben sind ein, zwei. Aber es sind wirklich ganz wenig Leute hier. Das ist richtig toll. Deswegen mache ich jetzt mein Handstand-Video. Ich habe richtig Energie. Ich war ein paar Tage nicht so viel und hart arbeiten und schon habe ich wieder Energie und richtig Lust, auch Videos zu machen. Das ist so krass. Ich mache nachher noch ein anderes Video. Morgen ist bei mir in Brandenburg Wahl und da will ich noch ein Video zu machen, weil mir da auch ein, zwei Sachen aufgefallen sind oder eingefallen sind, weil ich mich auch gefragt habe, was kannst du wählen, aber ist jetzt egal. So, ich mache jetzt erstmal einen Handstand. Ich hoffe, das klappt. Ich habe eben nur ganz kurz gemacht, hat ganz gut funktioniert und das ist auch gut für mich. Weil wenn du selber Handstand machst, dann siehst du ja nie, wie dein Handstand aussieht. Deswegen ist es ganz gut, wenn ich mir das mal auf dem Video angucken kann. Weil mir ist aufgefallen, du kannst dabei auch relativ doof aussehen. Also das kann auch irgendwie so richtig krepelig aussehen, wenn du den so nicht gerade machst. Dann kannst du auch ziemlich blöd dabei aussehen. Deswegen ist das ganz gut, wenn ich mir dann selber mal im Video angucken kann, wie das bei mir aussieht. Gut, ihr Lieben, ich stelle euch jetzt hier einfach mal an meine Vorrichtung. Ich hoffe, das klappt, aber ich glaube schon. Ich muss nur weit genug weggehen. Ja, vielleicht kann ich gleich auf die Kamera sogar zulaufen. Mal gucken. So, machen wir einfach mal. Ich probiere mal, mal gucken. Das war natürlich klar. So, ich laufe jetzt mal zur Kamera. Nicht so einfach. Wo ist denn die Kamera? Hallo, hallo, hallo. Okay, ich fahre noch ein ganzes Stück weg. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja. So, was ich früher auch immer gemacht habe, dafür bin ich jetzt aber ein bisschen zu fett irgendwie oder zu schwer. Früher habe ich immer so gemacht. So hier. Kennt ihr das? Dann geht ihr mit den Füßen hoch. So, und dann kann man sich auch in den Handstand drücken. Ja, glaubt mir, Freunde, wirklich, wenn ich Bock habe und wenn ich ein bisschen warm bin, dann klappt das sogar. Und dann kann ich auch ohne Scheiß jetzt eine halbe Minute Handstand machen. Funktioniert, echt ohne Scheiß. Ja, und das ist echt cool. Mir ist eine Sache oder zwei Sachen wirklich dazu eingefallen. Auch gerade durch die letzten Wochen ist mir eine Sache aufgefallen. Und zwar... was muss man haben und machen, damit man Handstand machen kann, auch länger? Ganz einfach, du musst, und tatsächlich du musst, ja, du musst Muskeln haben. Ist ja an sich eine dumme Aussage, weil natürlich musst du Muskeln haben, um Handstand zu machen, aber du musst entsprechende Muskeln haben, damit du überhaupt das halten kannst. Das ist eigentlich der erste Punkt. So, und der zweite Punkt, das hört sich zwar einfach an und alles doof, aber es ist wirklich so. Der zweite Punkt ist, du musst an deinem Fettanteil im Körper arbeiten. Weil wenn du zu viel Fett hast, und mir ist das aufgefallen, ich habe wirklich in den letzten Wochen, weiß ich nicht, keine Ahnung, nur vielleicht ein halbes Kilo Fett abgenommen oder so. Und trotzdem merke ich, dass der Handstand viel, viel, viel leichter geht. Der geht viel unendlich leichter. Deswegen weniger Fett. Also man muss sozusagen... abnehmen und man muss Muskeln haben. Ganz einfach. Das ist eigentlich, das sind die zwei Tricks. Ansonsten, das Üben ist ja nicht schwer, da gibt es keine Technik. Du kannst es einfach an der Wand üben. Du gehst einfach zu der Wand und machst dann mit dem Rücken zur Wand, machst du einfach deinen Handstand, probierst es. Und ja, du wirst ja sehen, wie gut es klappt, wie gut du dich oben halten kannst. Das ist der einzige Trick, den ich so zum Üben vielleicht habe. Und ansonsten, wie gesagt, ansonsten brauchst du die Muskeln, um den zu halten.
Und du musst halt gucken, dass du nicht so viel Fett im Körper hast. Weil Fett ist Gewicht, was du zusätzlich oben halten musst. Und dafür brauchst du dann noch mehr Muskeln. Deswegen, umso weniger Fett, umso einfacher geht's wirklich. Und das merke ich. Das merke ich bei einem halben Kilo Unterschied Fett oder Körpergewicht, merke ich das. Deswegen, ja, weniger Fett, mehr Muskeln. Das sind die zwei Tricks, die es gibt. Es gibt keine anderen Tricks für Handstand. Glaube ich nicht. Also gibt's vielleicht, wisst ihr, was ich meine? Aber Muskeln und mehr Muskeln, weniger Fett. Und dann kommst du automatisch dahin, dass du Handstand kannst. Ne? Natürlich nicht nur Beinmuskeln. Ne? Wer jetzt nur Beine trainiert und im Oberkörper 0,0 Muskeln hat, der wird das natürlich nicht hinbekommen. Auch wenn er wenig Fett im Körper hat, ist ja alles klar. Wir sind ja nicht doof. Ne? Aber das sind die beiden Tricks, die ich so geben kann. Ja, ihr Lieben, das war's eigentlich auch schon. Ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich werde mir jetzt noch eine fette Vitamin-D-Dosis von der Sonne abholen. Und ja, weil ich glaube, es gibt auch nicht mehr so viele schöne Tage in diesem Jahr. Mal gucken. Ja, und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bleibt gesund, bleibt fit, bleibt bewusst. Bis dann, macht's gut.